Mr. Hullabaloo ist wieder da. Harald Leitinger, der Tabellenführer der Radical Darts Thunder League. Er bekommt es mit der Nummer 3 mit Josef Kraus, dem Undertaker, im Main Match an Tag 8 zu tun. Was für ein Ding. Wir steigen hier leger ein in Leg Nummer 1. Harald Leitinger schon im Finish-Bereich und der vergibt hier die Doppel 8. So bekommt Josef Kraus die Chance zum Break. Der St. Pöltner aktuell ein bisschen angeschlagen, nicht ganz fit, aber fit genug, um hier das erste Leg einzutüten. 1:0 für den Niederösterreicher. In Leg Nummer 2 geht das nicht ganz so gut. Und so bekommt Harald Leitinger seine Chance, der in den ersten beiden Legs nicht ganz zufrieden ist. Aber tops zum 1:1. Leg Nummer 3. Folgendermaßen stellt man sich auf 32 Rest mit einer 174. Und das ist ein absolutes Top-Niveau, das uns hier geboten wird. In Neukirchen an der Vöckler. Harald Leitinger. Ist das normal? Ja, das ist sehr normal für diesen Mann. Für den Mann aus Bad Hall, der hier das nächste Leg gleich mit einer 180 eröffnet. Und Josef Kraus hat jetzt leichte Troubles. Wir sind im Finish-Bereich angekommen in Leg Nummer 4. 13-Darter Möglichkeit, 14er. Muss in die sechste Runde. Das ist einfach großartig, den beiden hier zuzusehen. Auch wenn sich hier Josef Kraus verwirft. Das ist einfach ein Main-Match nach unserem Geschmack. Und das 3:1 von Harry Leitinger. Jetzt muss er dranbleiben. Und das tut er auch. 3:2. Josef Kraus lässt sich hier nicht abwimmeln. Dann geht's aber schnell. 4:2. 5:2 und ab in das vielleicht schon alles entscheidende Leg. High Finish jetzt zum Sieg. Da fehlen 2,5 bis 3 Millimeter. Junge, Junge. Das wäre jetzt noch ein Ding gewesen. Was für ein Match. Beendet das Harald Leitinger jetzt? Nein, beendet er noch nicht. Jetzt bekommt Josef Kraus die Chance hier noch auf ein drittes Leg. Chance vorbei. Und wer den Leitinger jetzt kennt, der weiß, es ist eigentlich schon vorbei. Ein Pfeil braucht einen zweiten. Sogar noch einen dritten und der sitzt. Wir gratulieren Harald Leitinger zum Sieg im Main Match an Tag 8 gegen Josef Kraus. 2 Spieltage sind es noch, wir wollen mehr.